this feeling, we're going down. No chance I'm leaving when you run your mouth. You act so damn tough, but as soon as I come, you wanna run, run, run away. I give all I got when I'm hustling, son, so not, not, not today. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder in Bonn und zwar beim Sefer Beefdöner. Ich muss gerade noch mal gucken, wie das heißt. Ich wusste nur, dass es Beefdöner ist. Genau, und das ist nämlich auch schon das Besondere bei dem Laden. Die haben kein normales Hähnchen- oder Lammfleisch, also haben die auch. Aber die haben Entrecot, also Beeffleisch im Döner. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass der Gemüsedöner hier sehr, sehr gut sein soll. Und das werden wir heute einmal testen. Zur Location, also wie man sieht, ist es direkt hier am Hofgarten. Also man kann relativ ruhig sitzen, nicht an der Hauptstraße. Klar, hier fahren auch ein paar Autos lang und jetzt gerade auch ein Motorrad. Aber im Vergleich zu anderen Locations hier in Bonn, so zentral ist es sehr, sehr ruhig, finde ich. Und ja, ich bin gespannt. Wir werden das jetzt mal testen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn das Essen da ist. So, unser Essen ist jetzt gekommen und zwar haben wir einmal einen Beefdöner bestellt, eben mit diesem Beeffleisch, und auch einen Gemüsedöner mit Falafel. Ich hoffe, da ist auch Falafel drauf. Der Gemüsedöner ist mit Cocktailsoße und der Beefdöner ist mit Tzatziki. Und das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, finde ich. Und ich werde das jetzt mal probieren. Bin sehr gespannt. Das Brot ist warm, das ist so geil. Ihr habt auch noch nie den gegessen, ne? Okay. Scheiße. Mmh. Oha. Das ist ganz anderes Fleisch. Das schmeckt richtig gut. Mhm. Und da ist noch Feta-Käse drauf. Frische Petersilie. Richtig lecker. Und halt dieses Beeffleisch. Mmh. Das ist richtig gut. Mhm. Überhaupt nicht verfressen. Und was ich finde, das schmeckt sehr gesund irgendwie. Also es schmeckt nicht so krass soßig und fettig. Schmeckt wie so ein Leitdöner. Perfekt. Also, wir brauchen uns nicht schlecht fühlen. Brauchen wir sowieso nicht, aber jetzt noch weniger. Okay, das ist der Gemüsedöner. Super, Kim, hier fällt alles raus. Sind hier meine Falafeln drauf? Ich habe Falafel vergessen. Sicher, dass da überhaupt Falafel drauf sind. Da sind keine drauf. Falafeldöner bestellt oder ja. Gemüsedöner? Mit Falafel. Unterschiede dann. Durch den Bescheid sagen. Nee, egal. Sicher. Dann nehme ich den Gemüse. Okay, also wir haben jetzt keine Falafel, aber ist nicht so schlimm. Probieren wir den Gemüsedöner. Da ist gebratenes Gemüse da drauf, Krautsalat. Ja, und halt diese Cocktailsoße. Das sieht auch gut aus, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen. Mhm. Boah, ich finde das Cocktaildressing noch besser als die Tzatziki. Auch richtig lecker hier so mit gebratener Aubergine. Mhm. Schmeckt gut.
Also für Vegetarier auf jeden Fall auch was. Aber das Besondere ist hier natürlich das Fleisch, deswegen, ja, wir werden uns das auf jeden Fall schmecken lassen. Ich hoffe, ihr werdet es nicht hier überall kleben. Und dann werde ich nachher noch eine Bewertung abgeben, ein Feedback. Ja, ist nicht so schlimm. So, also wir haben noch Falafel nachträglich bekommen, weil das falsch verstanden wurde. Es gibt einmal einen Gemüsedöner ohne Falafel und einmal einen mit. Und wir haben gedacht, ich wollte ohne. Aber jetzt haben wir die noch bekommen und ich probiere mal. Boah, mhm, richtig gut. Du hast recht, ey. Die sind mega gut. Und sind wirklich sehr gut. Nice. Leider war an der Stelle der Ton weg, deswegen sage ich euch jetzt einmal so, was ich dort ungefähr gesagt habe. Also wir haben dann noch Tee bekommen. Den Tee bekommt man auch eigentlich immer aufs Haus. Manchmal muss man fragen, manchmal bringen die den auch so. Ja, das war schwarzer Tee auf jeden Fall. Und ich habe den ohne Zucker getrunken, damit es Zero bleibt. Und er war auf jeden Fall sichtlich heiß. Aber er hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Und dann haben wir auch noch Baklava bekommen. Und das sah auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Auch mit Pistazien, das fand ich sehr, sehr nice. Und es hat auch wirklich unglaublich gut geschmeckt. Also das war das beste Baklava, was ich bisher gegessen habe. Und das habe ich auch dort gesagt. Also es war wirklich sehr, sehr gut. Müsst ihr auf jeden Fall unbedingt testen, wenn ihr dort seid. So, wir sind fertig mit dem Essen und ich wollte euch noch eine Bewertung geben für den Sefa-Beef-Döner, heißt er, glaube ich, ja, Sefa-Beef-Döner. Ein Minuspunkt gibt es leider von mir, weil mein Geschmack nach war ein bisschen zu wenig Soße auf dem Döner. Das ist ja was man theoretisch nachträglich noch ändern kann. Man kann ja sagen, bitte noch ein bisschen mehr Soße, aber ja, so von alleine fand ich es jetzt ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack. Aber das ist ja auch unterschiedliche Geschmackssache. Okay. Kommen wir zur ersten Kategorie Service und ich werde jetzt heute, weil wir Döner essen waren, nicht mit Sternen bewerten, sondern mit Dönern. Wir haben direkt mit dem Chef, glaube ich, war das, der hat uns direkt bedient und ja, der war sehr, sehr freundlich und aufmerksam, höflich, wie das immer so ist, was soll ich dazu sagen, es war sehr, sehr gut, deswegen gebe ich hier 5 Sterne, fünf Döners. Ich finde es sehr, sehr schön, dass man halt so ein bisschen beim Grünen sitzen kann quasi, also bei dem Hofgarten da in der Nähe. Wie hieß der Platz noch? Kaiserplatz. Genau, dass wir direkt am Kaiserplatz sitzen konnten. Das finde ich sehr, sehr schön. Das Einzige, was ich ein bisschen bemängeln muss, ist halt, dass man im Winter relativ schlecht dort sitzen kann. Mir wurde jetzt gesagt, dass da immer sonst ein Wintergarten ist, so ein Zelt. Aber drinnen kann man halt nicht sitzen. Deswegen würde ich hier einen Stern abziehen, einen Döner abziehen. Wir stecken mittendrin, das autoritäre Kräfte. Deswegen würde ich hier jetzt einen Döner abziehen und würde 4 Döner geben. Zur dritten Kategorie, zum Geschmack. Also ich fand es sehr, sehr lecker. Das Beeffleisch ist halt 100% Beeffleisch, also Entrecot hat er gerade eben nochmal gesagt. Steak. Aber Entrecot ist ja Steak. Okay, also 100% Beef, Entrecot, Steak. Und deswegen, ja, es hat auch an sich sehr, sehr lecker geschmeckt. Die Falafeln waren auch mega, mega gut. Also auch die besten Falafeln, muss ich sagen, die ich bisher gegessen habe. Deswegen kann ich hier eigentlich 5 von 5 Sternen. Döner! 5 von 5 Döner geben. Zur Außergewöhnlichkeit habe ich ja gerade eben schon so ein bisschen angeteasert. Also durch das Beef ist es halt sehr außergewöhnlich. Das habe ich noch nirgendwo anders gesehen oder gegessen, dass sie Beef-Dönerfleisch hatten. 100%iges Steak. Deswegen auch hier 5 von 5 Döner. Und zum Preis. Wir hätten jetzt 45 Euro oder wir haben 45 Euro gezahlt, ungefähr, roundabout. Ohne das Baklava, muss man sagen. Aber den Tee hat man umsonst noch dazu bekommen. Und preislich finde ich es eigentlich auch in Ordnung. Obwohl, ich muss sagen, ich finde den Döner-Teller für 16 Euro, glaube ich, war das, schon krass. Aber es ist halt sehr gutes Fleisch, ne? Also ich glaube, es ist Ansichtssache, ob man jetzt sagt, das ist mega teuer oder
günstig. Ich würde sagen, es ist preislich angemessen und deswegen hier auch 5 von 5 geben. Und dann würden wir auf eine Gesamtpunktzahl. Kannst du mal ausrechnen, Lester? Also 4 mal 5 plus 4 geteilt durch 5. Okay, warte. 5, 10, 15, 20. 24 geteilt durch 5. Oh Gott. Nee, das ist mir schon zu viel. Kim the Brain. Durch 5. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja. Dann kriegt Sefa Beef Döner eine Bewertung von mir, was ja auch der, genau die Google-Bewertung. Der hat ein bisschen komisch geguckt. Okay. Also, insgesamt geben wir dem Ganzen 4,8 Döners. Ja, das war's mit dem Video von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr stattet dem Dönerladen mal einen Besuch ab. Ich glaube, man kann sich auch sehr gut was für Takeaway holen, wenn man hier in Bonn unterwegs ist, so gerade irgendwie mit der Bahn fährt oder so. Döner essen in der Bahn ist immer gut. Man stört auf jeden Fall keine anderen Menschen mit dem Geruch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Achso, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und folgt mir auf Insta. Ja.